Hallo, mein Name ist Alexander Brillerek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und in unserem heutigen Videoblog geht es um das nun endlich verabschiedete Gesetz zum Mindestlohn. Und ich habe jetzt ein bisschen in der ganzen Diskussion im Vorfeld den Überblick verloren, habe aber zum Glück hier in der Kanzlei einen Spezialisten, der das alles ordentlich verfolgt hat und der sich jetzt auch nochmal durch den, jetzt halt mal hoch, Volker, durch den Gesetzesentwurf gearbeitet hat und uns hier heute im Interview Rede und Antwort steht. Ja, Alex. Fachanwalt für Arbeitsrecht, Volker Niedergeld, ich will sagen, soll. Ah, ja, Volker. Ja. Du hast ja für mich gesprochen, danke. Was ist denn eigentlich jetzt erstmal der richtige, korrekte Name dieses Gesetzes? Also Mindestlohngesetz heißt es ja wohl nicht. Doch, das Gesetz selber heißt schon Mindestlohngesetz, aber es ist eigentlich das Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie, ist natürlich ein toller Titel. Das hat viele verschiedene Bestandteile, also es werden eine ganze Reihe von Gesetzen runtergeändert, das Arbeitnehmerentsendegesetz, Tarifvertragsgesetz und mittendrin versteckt sich dann sozusagen das Gesetz über die Regelung eines allgemeinen Mindestlohns, so heißt es. Okay, also das Gesetz selber heißt dann schon, kann man sagen, jetzt zusammenfasst Mindestlohngesetz. Ja, so, kann man es für richtigerweise eigentlich nicht, aber so wird es sich einbürgern und so wird man es nennen, das Ganze. Ich verstehe mal nicht, da fängt bei mir schon immer an, warum man Gesetze nicht einfach so nennt, dass sie sich quasi vom Inhalt herleiten, also wie es jetzt jeder auch in der Praxis macht. Also, der Gesetzgeber so so war es ja nicht gedacht, also der Mindestlohn sollte ja zumindest nicht im Gesetz, ne? Also hat man den ganzen halt einfach einen anderen Namen gegeben. Verbrennt das schön, weil es stärkt die Tarifautonomie und dann hat man das Gesetz einfach so mit reingetan. Toll. Ja. Gut. Wunderbar. Das war also, jetzt haben wir die Verpackung sozusagen mal abgemacht. Und erzähl doch mal, was drin ist. Also im Mindestlohn wirklich für jeden, wir haben ja in dem Vorfeld nur von Ausnahmen gehört. Ja, also der Mindestlohn gilt dann tatsächlich für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn sie nicht gerade die Ausnahme sind. Ah, ich wusste ich doch. Also Mindestlohn, erstmal die Höhe nochmal, das waren 58. 58 brutto, Vorsicht, je Zeitstunde Arbeit. Gut, sehr schön, ab sofort. Ab dem 01.01.2015. Aha. Gut, dann erzähl mal die ganzen Ausnahmen. Jetzt wird ja bestimmt Mindestlohn. Also, wie gesagt, jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin, und dann geht es natürlich mit den Ausnahmen los. Also, Arbeitnehmer sind schon mal nicht die Auszubildenden. Und die sind schon mal keine Arbeitnehmer, die wollen, das ist verständlich. Die ehrenamtlich Tätigen sind auch keine Arbeitnehmer, das kann man noch nachvollziehen. Die Langzeitarbeitslosen in den ersten 6 Monaten einer neuen Beschäftigung sind dann auch keine Arbeitnehmer. Aha. Für die gilt es nämlich auch. Wobei wir sagen müssen, jetzt, da muss an der Stelle mal kurz einhaken. Also die Auszubildenden und die Ehrenamtlichen sind ja sowieso keine Arbeitnehmer. Also schon eigentlich krass begriffen. Ja. Hätte man nicht reinschreiben müssen. Aber hier haben wir jetzt ja tatsächlich Leute, die erstmal Arbeitnehmer sind eigentlich. Ja. Trotzdem so gesehen, ja. Gilt einfach nicht. Das hat der Gesetzgeber so beschlossen. Hintergrund ist, dass man sagt, Langzeitarbeitslose, also alle, die länger als 12 Monate arbeitslos sind, sollen wieder eingegliedert werden in den Arbeitsmarkt. Und um das zu erleichtern, sagt man, in den ersten 6 Monaten wendet man das Mindestlohngesetz nicht an, soll also für die nicht gelten. Was wird denn da so werden? Also, wir werden ja dann zumindest über die Sinnwidrigkeit doch so eine Art mindestens 2/3-Regelung auch für die haben, oder? Also, ich sag mal, 2/3 von 58 kann ich jetzt nicht ausrechnen, aber. Ich kann es auch nicht ausrechnen, aber es wird natürlich schon so ein Faktor sein. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Rechtsprechung das toleriert, dass man sagt, bei Langzeitarbeitslosen in den ersten 6 Monaten machen wir mal 2/10. Glaube ich auch. Das glaube ich jetzt. Nee, glaube ich auch nicht. Also, da riskiert man, muss man ganz klar sagen, als Arbeitgeber, wer es da zu sehr übertreibt, neben der sozialen Ächtung, also Arbeitnehmer für 5 Euro dann zu beschäftigen oder für 4 Euro, wird sicherlich nicht gut ankommen. Riskiert man aber auch rechtlich, dass dann diese, wenn es zu wenig ist, also weniger als 2/3, würde ich mich jetzt mal so festlegen, von 8,50 Euro, riskiert man, dass diese Vereinbarung unwirksam ist und der Arbeitnehmer dann doch zumindest die 8,50 Euro, die übliche, nämlich bekommt. Also würde ich jetzt mal. Wenn die Richter draus machen, das wissen wir natürlich jetzt im Moment noch nicht, aber das kann passieren. Würde ich so kühn mal mich festlegen wollen. Was ist denn jetzt aber nun, hat ja jeder seinen Arbeitsvertrag und sein Gehaltszettel und da steht nun weniger als 8,50 Euro drauf. Also nehmen wir mal, ein Arbeitsvertrag ist nun gut vereinbart, 7,10 Euro. Was ist denn dann? Das macht erstmal gar nichts. Also da ist dann tatsächlich der Fall gegeben, was das Gesetz vorgeht.
Das heißt, im Arbeitsvertrag kann dann drinstehen, was drinstehen will. Das ist einfach nicht wirksam. Es sind 8,50 Euro brutto je Zeitstunde Arbeit. Kann ich jetzt, das fragen mich Mandanten, ich weiß natürlich, wie es ist, aber Mandanten fragen mich ja immer, kann ich jetzt einen neuen Arbeitsvertrag verlangen? Ich kann immer einen neuen Arbeitsvertrag verlangen, ich muss aber nicht. Also ich kann verlangen, aber der Arbeitgeber muss mir auch geben. Ne? Das Gesetz gilt automatisch. Der Arbeitgeber muss natürlich, wenn dann Mindestlohn gezahlt wird, also wenn nicht mehr bezahlt wird, was man ja immer darf, dann ist natürlich nach dem Nachweisgesetz, nach dem ersten Monat Geltung Mindestlohn, also im Januar 2015 dann zu abrechnen, ist der Nachweis nach dem Nachweisgesetz zu erstellen. Das hat aber nichts mit dem neuen Arbeitsvertrag. Mhm. Wie sieht es mit Minijobbern aus? Sind die jetzt bei drunter? Also Minijobber, das ist so ein Ding, dass man immer glaubt, das sind keine Arbeitnehmer. Mhm. Natürlich sind das Arbeitnehmer. Okay, da sind wir uns einig. Das brauchen wir auch nicht weiter erwähnen. Klar gilt für die 8,50 Euro. Ja, da gibt es ja Wildwuchs, noch ein Löcher, die haben keinen Urlaubsanspruch und was weiß ich nicht. Alles völliger Blödsinn. Das sind Teilzeitbeschäftigte nach dem Teilzeitbefristungsgesetz. Das sind ganz normale Arbeitnehmer. 8,50 Euro pro Job. Genau. Auch die. Da müssen wir nochmal an der Stelle wirklich darauf hinweisen für die Praxis. Das sind ganz normale Arbeitnehmer, für die gilt alles, was auch für andere Arbeitnehmer gilt, also auch der Mindestlohn. Jetzt noch eine Frage, freie Mitarbeiter, Leute, die auf Basis von Werkverträgen beschäftigt sind. Also freie Mitarbeiter sind keine Arbeitnehmer. Mhm. Das ist mal ganz klar. Daher würde das Mindestlohngesetz für die eigentlich auch nicht gelten. Die Frage ist aber, und das ist ja die spannende Frage, sind es denn wirklich freie Mitarbeiter? Gut, das ist fast ohne Bonus, das machen wir hier nicht auf. Da haben wir ein extra Video zu. Das fast machen wir hier heute bitte nicht auf. Das erklären wir Ihnen in einem anderen Video. Aber jetzt gehen wir mal kurz davon aus, es sind echte freie Mitarbeiter. Dann gilt das Mindestlohngesetz nicht. Also könnte ich die dann tatsächlich für 7 Euro beschäftigen die Stunde? Wenn man bei einem freien Mitarbeiter tatsächlich eine Stundenlohnabrede machen möchte, was er schon ein bisschen da kommen wir schneller. Dann könnte man das tun, ja. Also, freie Mitarbeiter nicht, was hat man gesagt, noch nicht, Studenten? Die Praktikanten. Praktikanten sind natürlich nicht? Auch so ein ganz beliebtes Thema, ne? Weil Praktikanten, da schlagen ja die Gerichte regelmäßig mal feste drauf. Normale Stellen für studentische Mitarbeiter wie Minijobber? Die natürlich nicht. Ja, Volker, vielen Dank, dann wissen wir erstmal, für wen es gilt und dann werden wir uns in den weiteren Videos dann noch mit den kleinen Tücken dieses Gesetzes weiter beschäftigen. Hast du ja hier eine Menge Papier mit dabei? Danke dir. Bitte.